Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben uns mal was Neues überlegt, beziehungsweise eigentlich ist es nichts Neues, sondern in dem letzten Video hatte ich mich ein bisschen darüber beschwert, dass so oft Fragen zum Stand der Limo kommen. Verständlicherweise diese Fragen kommen, verstehe ich auch voll und ganz. Es wurde jetzt ganz oft so darauf geantwortet nach dem Motto, ich hätte ja auch einfach mal darauf antworten können. Ich habe aber wirklich ganz oft darauf geantwortet. Ich habe auch ganz vielen Leuten bei Instagram geschrieben. Aber es war auch wirklich einige positive Kritik, konstruktive Kritik dabei. Von wegen, man könnte ja einfach mal ein kurzes Status-Update-Video machen. Machen ganz viele YouTuber, ich habe es bisher nicht gemacht, weil ich eigentlich bisher immer Videos machen wollte, die einen richtigen Inhalt hatten. Ich hatte selbst schon immer Schwierigkeiten damit, ein Frage-Antwort-Video zu machen, weil selbst dieses Frage-Antwort-Video musste für mich immer ein Thema haben. Das heißt, es ging immer, keine Ahnung, BMW, Abarth und so weiter. Deswegen haben wir uns jetzt überlegt, wir machen in Zukunft immer am 1. des Monats um 10 Uhr ein Status-Update-Video. Hat natürlich dieses Mal zum 1. nicht geklappt, weil war Feiertag. Und das Limo-Video, wo diese Gedanken zukamen, ging erst Sonntagabend online. Das heißt, verzeiht, dass es diesmal am 3. kommt, aber vormerken, 1. des Monats, 10 Uhr, gibt es vom Team Alus immer Status-Update und da können wir einiges drin besprechen. Erster Punkt, den ich mir nicht überlegt habe, ist gerade dieser Punkt, eure Fragen beantworten. Es funktioniert leider nicht, dass wir die Fragen aus allen Videos und so weiter immer zusammensuchen. Ich lese zwar wirklich viel Kommentare, aber mein Kopf ist auch irgendwann voll. Ich kann mir auch nicht alles merken. Deswegen habe ich mir überlegt, wir gehen gezielt in diesen Videos immer auf die Fragen unter dem letzten Video ein. Unter dem letzten Status-Update-Video. Ich habe noch keinen Namen dafür. Wenn ihr einen coolen Namen für diese Videoreihe habt, haut es in die Kommentare rein. Aber auf jeden Fall alles, was ihr in diesem Video an Fragen stellt, werde ich euch am 1.12. um 10 Uhr beantworten. Mal gucken, vielleicht kommen wir ja so auf eine Linie, dass einfach jeder vor so einem Video weiß, was da drin passiert, dass Fragen beantwortet werden, dass es ein Update gibt und so weiter. Habt ihr euch gewünscht, finde ich auch cool, verstehe ich auch vollkommen, dass man up-to-date bleiben will und dann keine Fragen mehr stellt. Bin gespannt, wie das so funktioniert, auch was die Fragen angeht und die Gestaltung dieses Videos. Soll auch nicht allzu lang werden, ich hoffe, es wird auch nicht allzu lang. Bist du auf dem besten Wege? Bin auf dem besten Wege dazu, dass es wieder lang wird. Aber ja, okay, wo fangen wir an? Ich nehme mir mal einen Zettel und einen Stift auf jeden Fall. Also ich finde es erstmal cool, dass so viele von euch die Thematik RS4 Limo nicht mehr auf der Straße feiern. Macht es für mich deutlich einfacher, macht es für mich deutlich schneller, deutlich performancelastiger. Deswegen greifen wir da jetzt an. Was wird im nächsten Monat passieren? Darum geht es eigentlich in dieser Videoreihe. Also, wir haben November. Erstmal wieder krass, wie schnell das Jahr rum ist. Ratzfatz, November. Der kleine Fritz wird schon 9 Monate tatsächlich. Also echt der Wahnsinn, wie schnell die Zeit rumgeht. Krass. Krass, ne? Ja. Schon wieder 9 Monate. Bald 1 Jahr alt. 7.2. November heißt, November ist für uns leider der stressigste Monat im ganzen Jahr. Weil es Motorshow und weil die Autos natürlich nicht fertig. Plus es Motorshow vorbereiten. Weil, ja, brauche ich nichts zu sagen. Teppich selber verlegen, Container hinstellen, dies aufbauen, das aufbauen und so weiter. Das heißt, wir sind auf der S-Motorshow, logischerweise. 3.12. bis 11.12. ist erst nächsten Monat. Aber diesen Monat bereiten wir das Ganze alles vor. Wir werden auf der S-Motorshow eine neue Klamottenkollektion haben. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wir haben uns dieses Jahr allerdings überlegt, dass wir die Kollektion zeitgleich auch online verkaufen werden. Weil einfach bei den aktuellen Spritpreisen in der Corona-Lage es einfach nicht jeder zur S-Motorshow schaffen kann. Deswegen haben wir uns diesmal überlegt, wird es das online und vor Ort geben. Wir haben bei uns auf dem Stand dieses Jahr noch mit dabei die Firma Animal Racing, die Chromfabrik und die Firma Styrowerk. Styrowerk ist übrigens Luke, der mir aus Styropor diese geilen Schilder baut. Die sind einfach deswegen mit auf dem Stand, weil die Jungs mir einfach dauerhaft helfen und immer mit dabei sein. Und wir haben jetzt so eine kleine Ecke auf der einen Seite abgetrennt und Daniel Animal Racing wird einige von seinen konstruierten Motorsportteilen zeigen. Luke wird sein Golf hinstellen, Golf 7, müssen wir im Moment mal vorstellen, echt krasses Ding. Und Alex Chromfabrik hat ein paar vergoldete Sachen bei, ich sag euch. Wobei wir blenden mal noch kein Bild ein, weil das Ding habe ich so noch nicht gesehen. Also die drei sind vor Ort, wenn ihr irgendwas habt, könnt ihr jederzeit anlauern und klären. Ich selber werde auch vor Ort sein, also jeder, der Bock hat, kann da hinkommen. Autos werden wir auch zu Genüge hinstellen, weil unser Stand ist dieses Jahr schon ziemlich groß. Es bleibt alles an der gleichen Ort und Stelle. Jean-Pierre ist wieder neben uns. Das wird geil. Dann haben wir im November, der letzte Freitag, ist mal wieder Black Friday. Da wird es natürlich wieder Rabattaktionen geben, wie es für einen Black Friday üblich ist. Aber zusätzlich planen wir dort seit einigen Monaten ein
wie formuliere ich das jetzt mal? Also ich würde mal sagen, das ist so mit das größte Projekt, wo wir seit langem wieder dran arbeiten. Will noch nicht zu viel verraten, wird es allerdings was Geiles geben. Einen kleinen Release, könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Wird sich auf jeden Fall lohnen. So, da geht auch aktuell ziemlich viel Zeit drauf. Dann gleich weiter im Text. Viele von euch, ich weiß gar nicht, ich denke, es werden viele nicht wissen, wir haben 2016 hatte ich mal die Vision, dass ich alle Marken, alle Tuning-Marken unter einem Brand, tuningteile.de, in einen Shop platzieren wollte. Das war noch so diese richtige Boomzeit, was Tuning anging. Fahrenwalder, alles tief, alles laut, alles knallt, alles scheppert. Das Ganze ist über die Jahre ein bisschen eingeschlafen, hat nie so richtig gefruchtet und auch auf dem Bereich hat sich etwas getan. Oh, Telefon klingelt, da muss ich mal einmal rangehen. Tschüss. So, weiter im Text. Black Friday haben wir tuningteile.de, genau. Da hat sich auch was getan. Diese Domain inklusive dem Shop dahinter hat den Besitzer gewechselt. Freut mich. Ist eine bekannte Person. Und derjenige will dort richtig Gas geben. Also da könnt ihr euch auch auf ein paar Aktionen freuen. Das Ganze wird am 11.11. passieren. Mehr dazu darf ich allerdings noch nicht verraten. Das heißt, wir werden uns jetzt fokussieren auf alus.de. Das heißt, wir machen ja als Eigenmarke die ganzen Tuningteile. Witziges Wortspiel, so war es auch damals geplant. Alles, was halt gebrandet ist als Alus, dazu haben wir ja noch unser Care und Fashion, also Pflegemittel und Bekleidung. Da werden wir uns ein bisschen mehr drauf fokussieren, werden ein bisschen mehr Gas in die Richtung geben und sind aktuell auch dabei. Was war's denn? Okay, Joni regt sich über die Wortwahl auf. Das Wort Gulasch, egal. Auf jeden Fall sind wir aktuell noch dabei, einen neuen Online-Shop für unsere Motorradteile zu bauen. Weil wir wissen viele nicht, wir haben auch wirklich viel Roller- und Motorradzubehör. Das Ganze wird auch demnächst online gehen. So, und dann nächster Punkt, wo auch ganz viele Fragen. Ich vermute auch einfach, dass ganz viele Fragen, weil auch da es keine Infos zu gibt. Thema Mediateam. Da hat sich auch einiges getan. Seit dem 1.7. hat der eine oder andere von euch ja gemerkt, dass ich ein bisschen ein paar Videos weniger hochgeladen habe, weil ich einfach gesagt habe, wir laden nur Videos hoch, wenn wir auch den passenden Inhalt haben. Ich wollte mit der Halle vorankommen, da kommen wir später drauf. Und zu dem Zeitpunkt hat sich unser Mediateam auch verkleinert. Verkleinert heißt, Thema René, ganz viele haben gefragt, wo ist eigentlich René? Nein, wir sind nicht im Streit, wir sind immer noch beste Kumpels, wir helfen uns immer noch bestens aus. Deswegen mache ich auch an der Stelle ein bisschen Werbung. René hat die Möglichkeit bekommen, bei uns in Hannover ein Fotostudio aufzumachen. Eine sogenannte Hohlkehle. www.reba-studio.de könnt ihr euch einen Termin buchen. Das heißt, René betreibt aktuell ein Fotostudio mit einer wirklich hochwertigen weißen Hohlkehle, wo man richtig geile Bilder von den Autos machen kann. Auf jeden Fall, René ist aktuell weiterhin am Videos produzieren, macht aber sein Fotostudio und da sind wir einfach an den Punkt gekommen, wenn jemand Vollzeit ein Fotostudio betreibt, kann er nicht zeitgleich Vollzeit für mich Kameramann sein. Das heißt, diesen Schritt in die Selbstständigkeit habe ich selber befürwortet, habe ihn da unterstützt, habe ihm gut zugeredet, habe ihm gesagt, er soll das machen. Ich weiß weiterhin, dass ich mich auf ihn blind verlassen kann. Das heißt, wenn Mangel ist, wird er sofort vor der Tür stehen und wird für mich auch wieder filmen. Wir haben auch vor, weiterhin ein paar Videos zu machen. War jetzt allerdings in den letzten Monaten wirklich, habt ihr ja gesehen, contentmäßig auch von mir so, dass ich eher weniger Videos gemacht habe und deswegen so ganz gut zurechtgekommen bin. Aber was nicht ist, kann auch wieder werden. Wir werden bestimmt noch ein paar Videos zusammen drehen. Und ja, wenn ihr Bock auf ein Studio habt für euer Auto, oder auch für andere Sachen, könnt auch Klamotten oder was weiß ich was shooten. www.reba-studio.de, zieht euch rein, ist wirklich ganz geil geworden. Und dann hatten wir ja noch Kevin im Team. Kevin hatte die ganze BMW-Doku-Reihe über den Winter geschnitten, begleitet etc. War eher einer der ruhigeren Kandidaten, deswegen hattet ihr ihn vielleicht gar nicht so auf dem Schirm. Der hat tatsächlich auch den Weg in Süden gesucht und gefunden, wobei eigentlich nicht gesucht und gefunden. Der hat ein Jobangebot im Süden bekommen und ist jetzt in München. So, das heißt, die beiden sind aktuell nicht mehr am Start. Achso, ja, Maxi ist noch am Start. Ich bin hier. Mit dem linken Ellbogen an der Kamera. Ja. Dafür haben wir jetzt zwei neue im Team. Einmal Tim. Die werde ich jetzt auch in Zukunft öfter mal vor die Kamera holen. Ich habe jetzt mit Absicht das Video einfach so alleine gemacht. Das würde sonst nämlich wieder den Rahmen sprengen. Aber da ich das, glaube ich, schon ganz cool finde, ist, wenn ihr einfach in dem Moment immer wisst, wer hinter der Kamera ist, wer gerade mit am Start ist und so weiter, werde ich auch da mal ein bisschen mehr Leben reinbringen. Also Tim am Start, noch ganz frisch. Ist tatsächlich mal ein Autoschrauber, das heißt, unsere ersten Drehs zusammen waren eher so, dass er mehr mitgeschraubt hat, als gefilmt hat.
was auch mal ganz angenehm ist, weil dann das Schrauben natürlich auch besser geht. Und dann Nico, kennt ihr vielleicht von Alos Events, Messen und so weiter, macht tatsächlich seine zweite Ausbildung bei uns, heißt ist schon ganz lange hier am Start, hat erst eine Ausbildung zum großen Außenhandel. Ja. Er hat eine Ausbildung erst großen Außenhandel gemacht, dann eine Ausbildung zum Kaufmann im E-Commerce, hat aber dann doch seine Leidenschaft fürs Film gefunden und ist jetzt seit neuestem auch bei uns im Team, macht natürlich die Ausbildung zum Kaufmann im E-Commerce noch fertig und wird auch demnächst ab und an mal zu sehen sein. An der Stelle auch, wir suchen aktuell noch, wir haben bei uns auf alos.de einen Bereich eingeführt, wo wir immer Jobangebote platzieren und aktuell suchen wir noch einen Marketplace Manager, ne? Genau. Guckt da einfach mal rein. Ich mache euch mal einfach einen Link in die Beschreibung unten. Marketplace Manager heißt, wir haben wirklich in Summe mit den Motorradprodukten, haltet euch fest, so ungefähr 10.000 Eigenprodukte. Wirklich viel. Die müssen aber allerdings alle nicht, aber manche davon mal wieder so richtig aufgearbeitet werden. Heißt, deutsch-englische Texte, einfach alles ein bisschen up-to-date bringen jetzt nach 10 Jahren. Und da brauchen wir einen Marketplace Manager. Das heißt, wenn du wirklich jetzt nicht wieder alles querbeet bewerben, sondern wirklich nur, wenn du Bock hast, am Schreibtisch zu sitzen und einen ganzen Tag lang Excel-Tabellen und Produkte zu bearbeiten, dann bist du dafür genau richtig. Natürlich solltest du auch ein bisschen Faible für Autosachen haben oder Motorrad, weil es ist halt wirklich ein typischer Bürojob. Das heißt, Artikel neu konfigurieren, Variationsartikel anlegen, verschiedene Plattformen bedienen, eBay, Amazon, Real.de und was es nicht alles gibt. Solche typischen Warenwirtschaftsaufgaben zusätzlich noch, die einfach bei so vielen Produkten regelmäßig und ständig erledigt werden müssen. Wenn ihr Bock drauf habt. Gutes Englisch sollte vorausgesetzt sein. Gutes Englisch, genau, weil, wo wir auch wieder beim Thema TÜV und Limo sind, es wird in Deutschland nicht einfacher. In den letzten Monaten haben wir aber auch viele die Augen geöffnet, dass wenn etwas nicht einfacher wird, ist das auch mal eine Möglichkeit für etwas Neues. Und das heißt, wir würden uns gerne international deutlich besser platzieren und deswegen sollte es schon jemand sein, der, wie Joni sagt, in Sachen Englisch schon fit ist. Kann natürlich ein bisschen in Richtung Verkäufer gehen, aber mir ist halt wichtig, dass es auf jeden Fall jemand ist, der in dem Bereich tatsächlich mal Erfahrung hat und Bock hat. Ja, so, okay, haben wir das Team technisch geklärt, haben wir Jobs geklärt, Projekte geklärt, Limo, Essen, Motorshow ist klar, Abarth, brutal, wie das Ding abliefert. Ganz viele schreiben, hättest du mal gleich eine vernünftige Basis gekauft? Ja, klar. Hätte ich damals mal nicht einen S4 B5 gekauft, sondern hätte gleich einen Porsche Turbo gekauft, dann hätte ich auch schneller die 1000 PS gehabt. Das ist aber einfach nicht mein Anliegen, weil mein Anliegen ist es, euch auf die Reise mitzunehmen, um aus einem Abarth von meiner Frau ein richtig schnelles Auto zu machen. Und ich denke mal, dieser Weg ist uns auch geglückt. Und jetzt kommt ja erst die ganze geile Zeit. Das heißt, aktuell sind wir dabei, die letzten Feinheiten nach und nach rauszuholen und wenn dann alles stabil läuft, wird es nächstes Jahr, keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, eine geile Videoreihe wäre auch mal wirklich so ein bisschen Lifestyle-Vlog-mäßig verschieden die schönsten Rennstrecken der Welt zu bereisen mit dem Abarth. Ich hätte Bock zu mit dem Abarth auf jeden Fall mal ein paar Rennstrecken, ich sag jetzt mal vorsichtig, europaweit zu bereisen, weil ich finde nach wie vor, dass das allererste Video von dem Abarth war mit Rolf zusammen, wo wir den Bilzer Berg vorgestellt haben. Das finde ich nach wie vor so cool, dass ich finde, genau sowas bräuchten wir einfach auch von anderen Rennstrecken. Weil ich glaube, es gibt Rennstrecken, die sind einfach so ein Video alleine mal auf der Nordschleife. Ich glaube, man bekommt mal einen ganz anderen Einblick von der Nordschleife, wenn man so ein Video dort mal machen würde, wie als wenn man jetzt als Beifahrer in so einem Auto sitzt. Weil es ist einfach so, selbst wenn ich mir selber das GoPro-Material angucke, wie ich in dem Abarth sitze, da kommt die Strecke 0,0 bei rüber. Also man muss schon gezielt die Strecken vorstellen. Und da könnte ich mir vorstellen, könnte man es gut machen. Welches ist denn die Strecke? Ich glaube, Spar ist das, wo man auf der Geraden so eine schnelle Schikane kommt. Ja. Ist das Spar? Was so bekannt ist. Genau, wo sie so Vergleiche machen, ja. Formel 1 zu Rouge heißt die, okay. Ja, da sehe ich auch den Abarth. Mit 2,50 durchfliegen. Ja, müssen wir gucken, dass wir den hoch. Erst auf den rechten Rädern, dann auf den linken Rädern. Ja. Und natürlich in Monaco sehe ich den auch. Ne? Ja, das wäre jetzt gerade meine Antwort gewesen. Aber Stadtkurs, das kriegst du nicht hin, Alter. Sonst Portimao auch super schön. Oder halt ganz klassisch Silverstone. Mhm. Auch schön Strecken. Ich weiß halt nur nicht, ob das bei ne, so große Strecken, ob das schon zu schnell ist für das Auto. Nee, geht mir gar nicht darum, wie das Auto da performt, sondern es geht mir in dem Fall wirklich um das Ambiente, das Gefühl, auf diesen Strecken so unterwegs zu sein. Ihr könnt ja mal reinschreiben in die Kommentare, A, welche Strecken ihr geil finden würdet, B, ob es vielleicht irgendwelche in Deutschland oder europaweit gibt es ja diese Time Attack Rennserie, ob es irgendwelche Rennserien gibt, wo wir mit der Arbeit auch mal gut mitfahren könnten, weil sich das ungefähr passt. Finde ich auch geil.
Sonst BMW, nicht viel passiert. Ihr könnt euch darauf freuen, die Tage gibt es mit Goldbacher noch einen kleinen Upgrade. Nein, der 2JZ hängt leider noch nicht drin. Soll aber definitiv kommen. Und wir machen jetzt erstmal die Basis. Aber es wird auf jeden Fall ein geiles Video geben. Thema Ladenverkauf. Ich hatte eigentlich mal ursprünglich überlegt, gegen Ende des Jahres, jetzt wo es wieder kalt wird, wieder ein Fast Friday bei uns zu machen, Freitagabends. Ich bin guter Dinge, dass sobald Limo tatsächlich wieder zusammen ist, ja, also dieses Jahr geht es gar nicht, weil erster Freitag wäre Dezember. 1. Dezember funktioniert nie, weil immer erst Motorshow ist. 1. Freitag im Januar, 6. Januar. Ja. Also ich bin auf jeden Fall dran, dass wir wieder einen Fast Friday hier bei uns im Ladenverkauf machen können, weil ich es einfach immer cool fand und ich vermisse ganz ehrlich diese Freitagabenden, wo man einfach mit der Szene zusammen, also mit den Autointeressierten aus Hannover und Umgebung, ich weiß, dass ich das jetzt radikal ändern würde, weil einfach durch Barren, BMW und Abarth haben wir einfach so viel unseren Horizont erweitert, dass die Konstellation im Laden ganz anders werden würde. Und das finde ich eigentlich schon mal wieder ganz angenehm. Also da können wir ja mal gucken für den Januar, ob da vielleicht in der Richtung irgendwas geht. Ein Punkt, wo ich noch was zu sagen muss, Lambo, weil da natürlich auch ganz viele Fragen, wann geht es am Lambo weiter, habe ich schon etliche Male darauf geantwortet. Ist überhaupt kein Problem, ich antworte gerne nochmal drauf. Da passiert aktuell gar nichts, da wird auch erstmal nichts passieren, solange es nicht eine Lösung für Thema Motor gibt. Ich kann euch sagen, ein anderer bekannter YouTuber hat auch probiert, so einen 5.0er zu buchsen. Da wird es bald Videos zu geben. Es ist auch in die Hose gegangen. Ich werde definitiv diesen 5.0er nicht auf 2000 PS bringen, weil es einfach nicht funktioniert. Es gäbe da die Möglichkeit, das Ganze einfach nur fertig zu machen. Das heißt, einen Serienblock mit ein paar Kolben und Ploy reinzumachen und mit 800 PS durch die Gegend zu fahren. Ob ich das so cool finde, weiß ich nicht. Sind wir auch wieder beim Thema TÜV und so weiter. Deswegen habe ich da einfach noch keine Lösung. Wenn wir aufs Ganze gehen, sind wir bei dem Thema Billetblock bei Andi, Subi Performance. Aber der ist halt definitiv, wie ihr in seinen Videos seht, auch noch nicht so weit, dass aus seiner Maschine die Billetblöcke rausfallen. Deswegen geht es da nicht weiter. Ich werde euch aber auf jeden Fall direkt mit auf die Reise nehmen, wenn es weitergeht. Wird allerdings noch ein bisschen dauern. Ja, was haben wir da? Ich glaube, wir haben in gefühlt 5 Abarth-Videos über das Thema Waagebalken gesprochen. Und es hat tatsächlich jetzt mir endlich einer geschrieben, dass ich den Waagebalken komplett falsch eingestellt habe. Perfekt. So, das ist auch die Anleitung dazu, da steht es auch drin. Ich habe immer den Fehler gemacht, oder auch gerade im letzten Video, man sieht, dass beim Bremsetreten, je nach Waagebalkeneinstellung und, jetzt kommt es, je nach Auslegung von aus Durchmesser Hauptbremszylinder und Durchmesser Bremskolben, entsteht ja der benötigte Weg für Bremsdruck X. Je nachdem, wie Vorderachse und Hinterachse ausgelegt ist, entstehen dabei die unterschiedlichen Wege des Hauptbremszylinders. So, das heißt, man tritt die Bremse, wie man im letzten Video gesehen hat. Wir können das ja ruhig nochmal einblenden. Und der eine Zylinder wandert weiter nach vorne als der andere. Das ist aber falsch, weil man muss die Zylinder folgendermaßen einstellen, dass die Zylinder versetzt zueinander stehen, wenn man die Bremse nicht getreten hat. Und in dem Moment, wo man die Bremse tritt, dann der Waagebalken, wie der Name sagt, in der Waage ist. Ja, was gelernt. Steht ja sogar drin. Heißt, kann ich wieder einstellen. Aber könnt ihr euch übrigens darauf freuen, 12.11. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch lernen, in den Themen nicht so krass zu springen. Ja. Und mir fehlen auch die Worte. Also ich bin, ich weiß nicht, ob mein Gehirn noch schläft. Ich, bevor Joni sich wieder totlacht, habe ich gerade drüber nachgedacht, was ich sage. Ich verspreche Besserung. Okay. Nicht so zu springen. Aber 12.11. nochmal einmal Bilzer Berg angreifen. Ein letztes Mal kann ich fahren. 1.53.0 die letzte Zeit. Immer noch auf alten Slicks, muss man immer dazu sagen. Bin gespannt, was noch so geht. Ich sage ein paar Sekunden. Wirklich Sekunden. Komm noch. Ja. Achso, ja. Und Marius Golf. Marius Golf. Fragen auch viele. Sind wir jetzt auch wieder aktiv? Also wir haben wirklich die letzten Monate ein bisschen, mal ein bisschen Familie gemacht, ein bisschen andere Sachen gemacht. Haben natürlich zusätzlich nebenbei ja auch noch Abarth und diverse andere Autos gebaut. Oma Golf. Aber jetzt Marius fleißig am Zusammenbauen. Könnt ihr euch auch ein paar Videos freuen. Gibt ein paar Upgrades. Gibt eine große Puste. Und so weiter. Das heißt, da wird im November auch was kommen. Ganz wichtig an diesem Video ist jetzt abschließend, ich brauche euch. Schreibt in die Kommentare eure Fragen, weil ich werde in dem nächsten Video am 1.12. 10 Uhr in die Kommentare schauen und werde dann darauf reagieren. Werde auch nicht vorher darauf reagieren. Meine, der eine oder andere wird sehen, wie oft ich kommentiere. Beziehungsweise Antworten auf Kommentare. Aber in dem Fall werde ich es dann machen, wenn das Video dann online geht. Jetzt gucke ich gerade, 1.12. Donnerstag, passt sicher. Okay, ja, wenn ihr beiden sonst nichts mehr habt,
Wir können diese Videoreihe auf jeden Fall auch nutzen, dass ihr Videovorschläge platziert. Das heißt, alles, was ihr generell auf diesem Channel sehen wollt, könnt ihr natürlich auch jederzeit hier unterschreiben. Aber ich hatte gerade noch eine andere Idee. Warte, ich muss kurz einmal... Soll auch nicht allzu lang werden. Thema Halle. Eigentlich hatte ich schon lange vor, in der Halle drin zu sein. Hat wirklich absolut nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ist auch ein großes Projekt, ist eine große Fläche. Ich sag mal vorsichtig, der Rohbau stand, dann gingen die Probleme roh los. Wobei die Probleme losgehen in dem Fall eher, ja, das ist ähnlich wie bei einem Auto, was man baut. Wo fängt man an, wo hört man auf? Dadurch, dass wir diverse Wände rausgerissen haben, hat man natürlich diverse Höhenunterschiede. Jetzt kann man da natürlich einfach nur Ausgleichsmasse draufkippen und eine Zwei-Komponenten-Farbe draufklatschen und fertig. Kann aber auch direkt dämmen, weil nach unten keine Dämmung ist. Kann direkt eine Fußbodenheizung reinmachen, kann direkt Estrich drauf machen, kann den Estrich einfach nur schleifen und versiegeln. Sprich, genau in dem Moment gehen die ganzen Probleme los. Dann passen die ganzen Höhen nicht mehr, sei es Einfahrt, Türausschnitte und so weiter. War ziemlich viel, habe ich mich ein bisschen, ich sag mal vorsichtig, was mein Stresslevel im Alltag angeht, ein bisschen übernommen. Ist ein bisschen ins Stocken gekommen, weil jeder, der es kennt, Baustelle, wenn es einigermaßen wirtschaftlich bleiben soll, muss man halt auch Sachen selber machen, muss viel selber koordinieren, muss am Ball bleiben. Thema Materialbeschaffung und so weiter. Mir wurde viel Hilfe von euch angeboten. Das wird auch noch kommen. Also dieses Projekt geht definitiv weiter. Nur irgendwann kam dann jetzt der Punkt, wo wir gesagt haben, Essen Motorshow ist auf jeden Fall jetzt erstmal wichtiger. Weil Essen Motorshow ist für uns halt einfach die Messe, das Herzstück des Tunings, sage ich einfach mal. Weil es war tatsächlich so, in dem Corona-Jahr, wo die Essen Motorshow nicht stattgefunden hat, hat man im Dezember da gesessen und es hat einfach dieser geile Jahresabschluss gefehlt. Dieses Jahr findet sie wieder statt. Wir sind am Start. Ballert die Kommentare voll. Ich freue mich auf eure Resonanz. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt es, dass wir euch jetzt immer ein Status-Update geben. Und ja, dann bis zum nächsten Video.